Der Max macht wieder Quatsch, ne, Liam? Ich will den Finger. Du bist ein Quatschkopf, Max. Guten Morgen, meine Lieben. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute ist ein ganz besonderer Tag. Dazu würde ich euch gerne mitnehmen. Der Alessandro freut sich riesig. Und zwar geht heute, wenn alles gut geht, sein großer oder größter Wunsch in Erfüllung. Wir fahren dafür nach Fulda. Mal schauen, ob das wirklich so ist, wie derjenige das im Internet versprochen hat. Jetzt spreche ich gerade ein bisschen in Rätseln. Ich möchte es noch nicht ganz verraten. Ich wünsche euch jetzt schon mal ganz viel Spaß mit diesem Video. Mein Kaffee steht bereit. Wir bauen jetzt erstmal gemeinsam was auf. Vielleicht ist es ja auch eine kleine Inspiration für euch und für eure Kinder zum Weihnachtsfest oder zum Geburtstag. Und ich würde sagen, hoffentlich klappt alles für den Alessandro. Euch ganz viel Spaß bei diesem Video. Los geht's. Soll Alessandro das auspacken? Okay, Alessandro, du darfst auspacken. Go, go, Alessandro, go, go. Liam, hilf mit. Super. Wow. Da sind die Dinos. Ihr habt ein Dino. Genau, hast du noch nie gehabt, so ein Dino, ne? Ja. Ja, aber jetzt hast du ihn. Super, Alessandro. Jawohl. Juhu. Schau mal, hier ist der Dino. Liam, hilfst du dem Alessandro zusammenzubauen? Ja, zusammenbauen. Der Alessandro, der macht das. Schau, der kann das. Der ist ja schon groß, ne? Wir müssen noch diese Pakete aufmachen. Möchtest du das machen? Ja. Okay, na, dann mach du das. Pakete aufmachen. Helfen bitte. Sehr gut. Dazu gibt es übrigens eine neue Zeichentrickserie. Auch auf YouTube. Ja, mega, mega cool. Meine Jungs, die bauen jetzt mal hier zusammen. Sind fleißig. Ist ja immer so ein Erlebnis, wenn man solche schönen Spiele zusammenbauen kann. Sind meine Jungs beschäftigt. Ja, das gehört auch noch dazu. Übrigens, bei der Serie, das wollte ich euch noch ganz kurz dazu sagen, damit ihr ein bisschen besser versteht, um was es geht. Es sind Kinder und Dinosaurier, die schließen sich eben zusammen und die kämpfen dann gegen das Böse. Und ihre Roboter und die eben Dino-Rock zerstören und deren Energierohstoffe stehlen wollen. Eben auch für den Teamgeist und die Freundschaft. Oh, da ist ja noch ein Dino. Rauskriegen. Rauskriegen. Soll ich dir helfen? Ja, na gut, ich helfe. Schau mal, wie groß der ist. Übrigens, die Serie, die dauert 7 Minuten. Also die Episoden, es gibt 7 Stück. Und die gibt es auch auf Englisch, Deutsch, Spanisch, Französisch und Italienisch und sogar Niederländisch. Mega, mega cool. Vielleicht wollt ihr da ja mal vorbeischauen. Ich packe euch den Link einfach mal unten in die Infobox. Ich habe übrigens auch einen Rabattcode erhalten. Da könnt ihr auch gerne mal vorbeischauen, falls ihr noch was benötigt. So, und meine Männer machen jetzt hier mal fleißig weiter. Gell, du gibst dem Dino zu essen? Hat der Hunger, der Dino? Oh, der hat Hunger, ne? Mmh, yummy, yummy. Das müssen wir noch verkabeln, ne? Da kommen noch Lichter rein. Richtig. Da sind wir jetzt. Ah, wartet. Da kommen die Lichter rein, schau da. So sieht es aus. Aber warte mal, Liam, da müssen wir nämlich noch Akkus reinmachen. Moment. So, da bin ich wieder. Sitze sind draußen, es geht jetzt los nach Fulda. Ich habe es euch gesagt, Alessandro ist total aufgeregt. Ich bin auch sehr gespannt. Allerdings warte ich gerade noch auf meinen Mann. Ja, wenn der Herr des Hauses fehlt, ne, können wir nicht los. Wir haben allerdings einen Termin. Ich bin gespannt, ob er sich jetzt mal ein bisschen beeilt. Ich war übrigens auch bei Mango. Die Sachen, die kann ich euch später gerne zeigen, wenn wir rechtzeitig loskommen, denn wir haben einiges an Strecke vor uns und es wird sonst zu spät, denn ich wollte gerne auch ein bisschen durch Fulda laufen. Ich habe gesehen, dass es da ganz, ganz viele tolle Sehenswürdigkeiten gibt und ich würde ganz gern mal in den Dom gehen. Ja, jetzt schauen wir mal, ob das alles so hinhaut, wie ich mir das vorgestellt habe. Vor allen Dingen hoffe ich, drückt mir bitte ganz fest die Daumen, dass der Traum vom Alessandro jetzt in Erfüllung geht. Das Teilchen, das er sich übrigens wünscht, ist über 40 Jahre alt. Bleibt gespannt, was es sein wird. Wie gesagt, wir haben ein bisschen was an Platz hier freigemacht für dieses Schätzchen, ne? Der Chef des Hauses, das ist unglaublich. Das heißt ja immer, dass die Männer auf die Frauen warten müssen, ne? Ist bei uns definitiv nicht der Fall. Ich bin immer früher fertig als meine Männer. Ja,
Deswegen hatte ich jetzt noch Zeit, kurz mit euch zu quatschen. Okay, also ich glaube, ich gehe jetzt mal hoch und treibe die mal ein bisschen an. Also bis später. Passend zu Lessandros neuen Gefährt, ein Trabi. Obwohl wir ja hier in Fulda sind, ne? Cool. Mega gutes Teil. So, und jetzt gehen wir noch hier rein. Gut, jetzt darfst du eine Kerze nehmen. Super. Und du weißt ja, wie es geht, ne? Mhm, sehr gut. Erstmal den Docht, ne? Gut. Und dann? Richtig. Oh, ich helfe dir. Ich helfe dir. Sehr gut machst du das, mein Schatz. Kannst du schon sehr gut. Jawohl. Mama ist ja dabei, ne? So, wo stellst du sie hin? Sehr gut. Jawohl. Schau mal, wie schön die aussehen. Noch eine. Der Leo hat ganz viele Kastanien hier gesammelt. Seht ihr das? Zeig mal deine Kastanien. Ja, so, komm, jetzt gehen wir mal vor zum Altar. Komm, gehen mal vor zum Altar. So schön hier. Scheiße. Da ist also die Maschine, die der Lessandro sich gewünscht hat. Wir haben lang gesucht. Ich hoffe natürlich, dass da jetzt alles passt. Wir werden es sehen. Er freut sich auch schon, ein bisschen dran rumzuschrauben. Ist klar, das ist halt die Jugend von heute. Der Moritz, der hat gesagt, naja, mit dem Teil wird er wohl nicht so viele Mädchen abschleppen. Der Moritz hat ja eine ganz moderne Maschine im Gegensatz zum Lessandro, aber da sieht man eben auch, dass Geschmäcker verschieden sind. So, wir sind wieder zu Hause. Es hat alles super geklappt. Ich hatte euch ja versprochen, dass ich euch noch zeige, was ich bei Mango gekauft habe. Jetzt koche ich aber erstmal. Meine Männer haben Hunger. Auch als Inspiration für euch nehme ich euch da ein Stück weit mit. Und danach zeige ich euch, was ich geshoppt habe. Na Bella, du bist auch mit am Start. Na Bella, alles gut bei dir? Alles gut? Bella? Hm? Ja, ne? Ist alles gut, ne? Alles gut. Mach mal fein Sitz. So, und Platz. So ist fein. So ist fein, ne? Meine kleine, feine, alte Dame. Ja. Da bin ich wieder. Es war sehr lecker. Vielleicht auch als Inspiration für euch. Ihr habt es gesehen, es geht ultra schnell. Wir sind alle satt
Und ja, wie gesagt, wenn man nicht so viel Zeit hat, ein Gericht, das man eben schnell zubereiten kann. Jetzt kommen wir aber, wie versprochen, zum Mango Haul hier mit dem ersten Schätzchen. Ist vermutlich ein Pullover, ich weiß es nicht. Ich werde das Ganze als Kleid tragen. Entweder mit einer groben, dicken Strumpfhose, Boots dazu und einer Lederjacke. Hier mit diesem schönen Rollkragen, schön warm ist man dann eingepackt, auch vom Stoff her. Richtig schön kuschelig, weich. Ich trage Größe S. und habe 39,95 dafür bezahlt. Ja, also knapp 40 Euro. Man kann dazu natürlich auch eine dünnere Strumpfhose anziehen. Hier zum Beispiel sich einen Gürtel drum machen. Dann wirkt das Outfit natürlich schon wieder ganz anders. Aber ich bin total zufrieden und ich würde sagen, ich zeige euch jetzt das zweite Schätzchen. Dann machen wir mal weiter hier mit diesem Oberteil. Das gefällt mir sehr gut, vor allen Dingen auch die Farbe. Die Hose, der Rock. Ich weiß nicht, nennt wie ihr es möchtet, gefällt mir leider nicht so gut. Ist jetzt natürlich auch verknittert, ist klar, war ja in der Tüte. Ich habe Größe 36 genommen und irgendwie habe ich mir das an mir ganz anders vorgestellt. Ich muss mal überlegen, ob ich das behalte. Aber ich zeige euch jetzt mal noch zwei weitere Oberteile. Das Oberteil, das durfte auch noch mit. Da bin ich aber tatsächlich gerade auch am Überlegen, ob ich es zurückgeben werde, weil das hier so komisch absteht. Ich weiß nicht, ich glaube, damit werde ich nicht so glücklich, so wie ich mich kenne. Könnt ihr mir ja mal schreiben, ob ich das behalten soll und ob ich die Hose oder den Rock behalten soll. Also ich bin leider nicht so begeistert, bin ich ehrlich. Also würde ich jetzt natürlich auch anders kombinieren, aber irgendwie, nee, habe ich mir das anders an mir vorgestellt. So, sag mal, wie es ist. Hier bin ich, nee, ich glaube, das muss zurück. Ich weiß, dass mich das total nerven wird, dass es hier so weghängt. Ich kenne mich. Und dann durfte noch dieses Schätzchen hier mit. Das habe ich mir auch anders vorgestellt tatsächlich. Das sah an der Puppe aber auch definitiv besser aus als an mir jetzt. Ich muss mal überlegen, ob ich das behalten werde. Könnt ihr mir auch gerne schreiben. Ich habe mir dazu noch dieses Teilchen hier gekauft. Wie heißt es nochmal auf Deutsch? Ich weiß es nicht. Schreibt es mir in die Kommentare. Mir fällt das Wort nicht ein. Und da dachte ich, passt es eigentlich ganz gut hier zu diesem Teil, weil sich die Farbe wiederholt. Ich kann es ja mal kurz aufsetzen, aber ihr wisst ja, ich habe kein Mützengesicht. Aber ich kann es nicht lassen, ne? Wartet mal eben. Mit einer Hand ist es ein bisschen schwer. Ich habe mir jetzt keine Mühe gegeben. Also so sieht das Teilchen aus. Entweder die Haare rein oder so raus. Wartet mal, ich muss die mal reinbekommen. Boah, mit einer Hand, ey. Moment. Ja, wie erwähnt, ich habe kein Mützengesicht, ne? Deswegen halte ich gerade die Kamera davor. Aber ich fand die Kombi eigentlich total schön. Könnt ihr mir ja gerne mal in die Kommentare schreiben. Da heißt die Bella. Ich wollte euch noch zeigen, was ich bei HEMA gekauft habe. Und zwar unter anderem diese richtig coole Glocke hier für Liams Laufrad. Das Laufrad ist genau in diesem Farbton hier. Und ich fand das sehr, sehr passend. Mal schauen, ob ich das mit einer Hand hinbekomme. Wartet. Mega cool, oder? Was ich habe dafür bezahlt, ich glaube 4,50 Euro. Steht da der Preis? Nee, leider nicht. Aber ich finde die super cool. Dann zwei solcher Hefte. Das ist das Teil, das ich euch vorhin gezeigt habe. Das andere habe ich jetzt schon in Gebrauch. Das ist da drüben. Kann ich euch jetzt nicht zeigen. Und dann habe ich noch hier dieses coole Teil gekauft. Er wollte nämlich unbedingt einen Luftballon. Aber die hätten 10 Euro gekostet. Also die waren schon mit Helium befüllt. Und der junge Mann, wie gesagt, er wollte 10 Euro haben. Und da habe ich mir gedacht, nee. Dafür habe ich jetzt 4 Euro bezahlt oder 3,50 Euro. Und da hat er sich genauso drüber gefreut. Ja, wollte ich euch noch kurz zeigen. Und die Bella wollte ich euch noch zeigen. Da ist sie, ne? Da ist sie, die Bella. Da ist sie, die Bella. Alles gut? Alles gut, Bella? So, und mit meinen zerzausten Haaren würde ich sagen, verabschiede ich mich jetzt von euch. Ich hoffe, dass euch das Video gefallen hat, dass ihr Spaß hattet, mit dabei zu sein, dass ich euch ein bisschen unterhalten konnte, dass wir alle nicht an unseren anstrengenden Alltag denken, sondern ein Stück weit abschalten können, ne? Dafür sind solche Videos da und ich hoffe natürlich, dass wir uns dann im nächsten Video wiedersehen. Vielleicht mit einer etwas besseren Frisur. Schauen wir mal. Ich gebe mir auf jeden Fall Mühe. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Ciao!